Fast jeder von uns kennt sie, die Pfefferkörner, die Agenten aus unserer Kindheit. 1999 lief die allererste Folge im Fernsehen, das ist nun schon 23 Jahre her. Ich zeige euch jetzt, wie die allerersten Pfefferkörner von damals heute aussehen. Der Schauspieler von Fiete sah damals so aus, heute sieht er so aus. Die kleine Vivi mit dem Feuermal sah damals so aus, heute sieht sie so aus. Die Darstellerin von Jana sah damals so aus, 23 Jahre später sieht sie so aus. Die Schauspielerin von Natascha sah damals so aus, heute sieht sie so aus. Und er hat sich am krassesten verändert. Der Darsteller von Jem sah damals so aus und heute sieht er so aus. Sie gehört zwar nicht zu den allerersten Pfefferkörnern, aber wir kennen alle heute ihren Song. Wildberry Lillet. Nina Schuber hat damals auch bei den Pfefferkörnern mitgespielt.